Es ist ja ganz interessant, welche Traditionen in unserer Zeit angesichts der aktuellen Krise wieder ganz in Mode kommen. Zum Beispiel sowas wie ein Osterspaziergang. Das ist ja gestern vielfach zu beobachten gewesen, dass Menschen sich an Ostern, auch gerade bei dem schönen Wetter, ganz bewusst auf den Weg machen, dass Familien miteinander durch die Landschaft spazieren gehen, die Natur ganz bewusst wahrnehmen. Familien, die das vielleicht ohne Corona so gar nicht gemacht hätten. Zusammen spazieren gehen, das ist ja schon an Feiertagen, so früher war das ja im schicken Feiertagsdress, da ging man dann so am Rhein vorbei oder an dem Fluss, an dem sie leben. Und dann hat man sich da gegenseitig gegrüßt. Auch das ist zurzeit ein interessantes Phänomen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, aber es grüßen einen wieder Menschen. Also noch intensiver und fast zu 100%. Ja, man geht nicht mehr so einfach aneinander vorbei, sondern man beachtet einander mehr, weil so viele sind ja nicht unterwegs. Und offensichtlich gibt es ein großes Bedürfnis nach sozialem Kontakt, nach Reden, nach Anschauen, nach Begegnung. Und das äußert sich auch darin ganz besonders. Das haben mir schon einige jetzt erzählt. Und das ist doch eigentlich auch eine gute Nebenerscheinung dieser ansonsten doch recht schwierigen Zeit. Auch Kleopas und der andere Jünger machen einen Osterspaziergang, könnte man vielleicht sagen, eher wahrscheinlich eine Wanderung. 12 Kilometer von Jerusalem nach Emmaus, einmal quer die Strecke, auch durch die Landschaft, auch am Ostertag, wahrscheinlich auch bei relativ schönem Wetter. Jetzt ist ja die Frage, also der eine hieß Kleopas, hat Lukas uns überliefert, und der Name des anderen nicht. Warum nennt er nur einen von den beiden Namen? Mochte er den anderen nicht oder so? Nein, ich glaube, dass man muss ja wissen oder verstehen, dass Lukas ja kein Zeitzeuge war, es später es geschrieben hat. Und er hat gefragt, wie war das denn damals mit diesen beiden, die dann nach Emmaus gegangen sind? Da haben die Leute erzählt, ja, das war der Kleopas, können wir uns daran erinnern. Der war dabei, der war sicher dabei. Der ist immer da den Weg gegangen, da nach Emmaus und so. Und wer noch so dabei war, ja, das wird's, wissen wir so genau nicht mehr. Ja, so typische Gespräche, die man auch beim Kaffeetrinken so hat, weißt du noch damals? Da wird überlegt, wer war das denn genau? Und so wird das da auch gewesen sein. Aber ich glaube, dass wir jetzt der Einfachheit halber für diese Predigt vielleicht bis zum Ende der Predigt dem zweiten Jünger auch mal einen Namen geben. Wie könnte der denn geheißen haben? Also so ein typischer Name von damals war jetzt zum Beispiel Simon. Nennen wir ihn doch einfach Simon. Ja, ist doch gut. Soll man Simon nennen? Ja, gut. Also wir nennen ihn Simon. Und Kleopas und Simon gehen nach Emmaus und Lukas schreibt Folgendes. Also sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Sie tauschten sich aus, ihre Gedanken über das, was geschehen ist. Was ist geschehen? Ja, das, was wir gemeinsam in den letzten Tagen gefeiert haben. Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Auferstehung an Ostern, beziehungsweise leeres Grab an Ostern. Auferstehung? Haben sie sich wahrscheinlich nicht darüber unterhalten. Sie haben sich ausgetauscht über diese dramatischen Geschehnisse der letzten Tage, haben ihren eigenen Blickwinkel darauf sich dem anderen jeweils mitgeteilt und gesagt, wie hast du das denn erlebt? Das war doch schrecklich da an dem Karfreitag und was wir darüber gehört haben. Und jetzt, heute Morgen, das mit den Frauen, die erzählt haben, dass das Grab leer ist, man hat den Heiland, den Herrn weggeschafft und wir wissen jetzt gar nicht, wo er ist. Es sind doch schreckliche Zeiten zurzeit, ja. Da haben wir gedacht, jetzt hat er es hinter sich und liegt gut im Grab und wir können ihn da immer besuchen gehen und salben. Und jetzt ist er auch noch weg und es gibt nur noch Bad News, nur noch schlechte Nachrichten und alles schrecklich und alles furchtbar. Man kann während des Gesprächs sich vorstellen, wie die schwarze, dunkle Gewitterwolke mit den beiden mitgezogen ist. Ähnlich wie am heutigen Tag auch. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich auch gerade bedeckt sein, ändert sich gleich aber hoffentlich wieder. Aber wirklich so diese Stimmung, Karfreitag eher,
ja, diese Austausch von negativen Emotionen, und da waren die so mittendrin und alles ist schrecklich und furchtbar. Man könnte fast meinen, da wären zwei unterwegs und würden über die Corona-Krise sprechen. Aber so ist es ja eigentlich auch. Die Parallele ist ja tatsächlich da. Denn wenn ich jetzt jemand anderem begegne, welches Thema haben wir? Außer dem Wetter. Das ist das positive Thema. Und außerdem, was so alltäglich ist, Zahlen, Fallzahlen, Todeszahlen. Wer hat wen, wie, wo angesteckt? Und wie wird es weitergehen? Fahren wir im Sommer in Urlaub? Bestimmt nicht. Und so weiter. Was sagt der? Was sagt der? Was sagt der Drosten? Was sagt Herr Streeck? Was sagt der so und so? Und die streiten sich untereinander und wir wissen es eh nicht und alles doof. Und, ne? Also das sind ja die Gespräche, die wir in diesen Tagen vor allem führen. Auch gerade jetzt, wo wir Zeit haben, wo, wenn wir Leute treffen, ist das unser Thema. Natürlich, das beschäftigt uns alle, was auch sonst, ja, neben den persönlichen Dingen, die natürlich nicht einfach so aufhören, spannend zu sein in unserem Leben. Und so haben die auch über die Geschehnisse von damals, über ihre Krise gesprochen. Und das war die Jesus-Krise, könnte man sagen. Ja? Also, und die waren mittendrin in der Krise. Die waren nicht in der Auferstehung. Die haben Ostern nicht so wirklich mitbekommen, sondern die waren auf dem Status leeres Grab, Jesus weg, alles doof. Und so gehen die und tauschen sich aus und reden und reden und reden. Und soll ich ihnen was sagen? Die verzetteln sich, man kann sich das gut vorstellen, so in diesem Gerede, dass sie irgendwie nicht wirklich österliches Feeling haben, nicht wirklich so Freude und so, sondern die sind mittendrin im Karfreitag. Die sind Ostersonntagnachmittag unterwegs und sind mittendrin im Karfreitag, als ob das alles noch schlimm wäre und alles noch furchtbar, und so gehen die. So. Und dann auf dem Weg, schreibt Lukas, kam Jesus selbst hinzu. Kam hinzu, also kam wahrscheinlich oder von hinten, hat sie eingeholt oder kam von einer anderen Abbiegung und kam so dazu. Wie man so beim Osterspaziergang halt andere Leute schon mal trifft und, wie gesagt, Hallo sagt, wie geht's euch, seid ihr infiziert, ja, und so, was man so, die Gespräche, die man heute halt so führt. Und dann treffen sie Jesus und Jesus erkennen sie nicht, obwohl sie Jünger sind. Ja, Kleopas und Simon sind nicht die 12 Jünger, aber es gab ja noch eine ganz breite und große Schar weiterer Jünger, die noch mit dabei gewesen sind. Und die kannten Jesus eigentlich. Und sie wussten genau bei Jesus Bescheid. Eigentlich, dachten sie. Aber sie erkennen Jesus nicht. Jesus kommt da wahrscheinlich so als Wanderer, wie man so beim Spaziergang Leute trifft, und sieht gar nicht nach Jesus aus, wahrscheinlich. Ja? Und ähnlich wie gestern Maria von Magdala, ja, denken sie auch, ist wohl der Gärtner. Oder ist halt jemand, der auf Wanderschaft ist, also nicht irgendwie was Spezielles. Und Jesus, das kann man an dieser Stelle doch, muss man das schon sagen, stellt sich ein bisschen doof, ja, und fragt so, na, worüber redet ihr denn so? Was ist denn so passiert? Und sie sagen, was? Weißt du das nicht? Bist du der Letzte, der noch nicht von Corona gehört hat? Und dann erzählen sie breit und breit das ganze negative Tableau, was man darüber erzählen kann. Ich habe jetzt noch gelesen, es ist noch da, und Südkorea ist schon so, und die in Amerika ist so, und der sagt so, und im Live-Ticker stand das, und das kann man ausbreiten. Und die haben auch ausgebreitet. Ja, Jesus, und da ist er weg aus dem Grab, und alles schlimm und alles furchtbar. Das Leben ist zu Ende, Hölle, alles schlimm. Und Jesus hört sich das alles geduldig an. Er hört sich das ganze Gerede von Kleopas und Simon an. Und dann macht Jesus das, was Jesus eigentlich wunderbar am besten kann. Er gibt Religionsunterricht. Und das am Ostersonntag. Er gibt Religionsunterricht. Er erklärt ihnen, was das eigentlich ist. Heilsgeschichte, Erlösung, warum das alles sein musste, wie das Alte Testament das schon vorhergesagt hat, wie man das dann nachlesen kann. Und er gibt ihnen eine katechetische Stunde, er unterrichtet sie. Eine richtige Schulstunde beim Gehen. Kann man übrigens beim Spaziergang auch machen, muss kein Homeschooling sein, kann ja auch mal Schooling by Walking sein oder so. Ne? Also kann man ja mal überlegen, kann man ein bisschen mal draußen sich bewegen und mal Unterricht geben. Auf jeden Fall, Jesus gibt also Religionsunterricht und erklärt ihnen alles.
Und jetzt kommen also drei Sachen jetzt schon zusammen. Sie sehen Jesus, wir knüpfen an das von gestern an, ja, also roter Faden. Sie sehen Jesus, aber auch wie Maria von Magdala, sie sehen ihn nicht mit diesem englischen Blick an, mit dem Blick des Engels, der erkennt, sondern und der anbetet und der weiß, worum es geht, sondern mit dem Gärtnerblick, sage ich mal. Ja. Und sie hören ihn. Sie hören seine Stimme, er erzählt und erzählt und erzählt 12 Kilometer. Das dauert. Da kann man viel erzählen, die ganze lange Heilsgeschichte. Mindestens so lange wie die Predigt heute. Und erzählt und erzählt und erzählt. Und sie hören seine Stimme und im Gegensatz zu Maria von Magdala erkennen sie ihn auch an der Stimme nicht. Da scheint zwischen Maria Magdalena und Jesus noch eine andere Verbindung gewesen zu sein. Sehen und hören und immer noch am Karfreitag. Drittens, sie werden belehrt, das heißt, sie sammeln Wissen an und wenn sie in Emmaus ankommen, wissen sie alles über das, was in dem Alten Testament steht und dass es in Erfüllung gegangen ist jetzt und dass es eigentlich alles ganz wunderbar ist, das wissen sie auch. Und trotzdem kommen sie in Emmaus an, sehend, hörend, wissend. Und trotzdem irgendwie noch in diesem Karfreitagsmodus. Da ist noch keine wirkliche Freude da. Sie haben es noch nicht wirklich verstanden. Sie laufen jetzt noch nicht zurück nach Jerusalem und schreien und rufen laut Halleluja. Die sind noch nicht so weit, obwohl sie sehen, obwohl sie hören, obwohl sie wissen und, was wir später erfahren, obwohl während dieses Gehens und Laufens in ihnen bereits das Herz brennt. Das müssen wir bedenken. Später sagen sie, brannt uns nicht das Herz. Sie haben jetzt schon ein brennendes Feuer, als Jesus redet. Aber es hat keine Auswirkungen. Und ich möchte heute mit Ihnen und euch überlegen, wie das sein kann, dass ich ein brennendes Herz habe, wenn ich das Wort Gottes höre, wenn ich glaube, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich in die Kirche gehe, dann hoffentlich bald mal wieder, wenn ich bete. Aber es hat keine Auswirkungen in meinem Leben. Was ist das Problem? Das müssen wir heute rauskriegen. Kommt in 2 Minuten. Sie kommen in Emmaus an und Jesus sagt so, tschö, ich muss jetzt weiter Richtung irgendwo gehen. Sagt sie, nee, die Jünger sagen, nee, ist Abend geworden, bleib doch bei uns, du erzählst so interessant. Du kannst das so erklären, wie das die normalen Lehrer gar nicht erklären können. Das scheint irgendwie so authentisch zu sein. Du stehst dahinter. Du hast da, als ob du selbst wärst fast, ja. Ja. Und dann gehen sie also mit rein und es kommt also zu dem Moment, wo sie bei Tisch sitzen. Jesus bricht das Brot und plötzlich ist die Blindheit in Sehen verwandelt. Sie sehen ihn nicht nur hier, sondern sie sehen ihn plötzlich auch mit diesem brennenden Herzen und erkennen ihn und dann ist er plötzlich weg. Und dann laufen sie nach Jerusalem und dann erzählen alle in Jerusalem Versammelten, dass sie Jesus gesehen haben, dass sie ihm begegnet sind, dass sie eine Erfahrung mit ihm gemacht haben. Und plötzlich ist dann nach weiteren 12 Kilometern Weg erst Ostern für diese Menschen richtig angekommen. Und zwar nicht nur hier, sondern auch hier angekommen. Dann feiern die erst Ostern am Ostersonntagabend. Nachdem sie 24 Kilometer zurückgelegt haben, 12 hin, 12 zurück, jetzt ist Ostern bei ihnen angekommen. Warum hat das so lange gedauert? Was ist denn da? Warum hat dieses brennende Herz ihnen nicht schon viel früher gezeigt, dass Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist? Was hat denn da gefehlt? Was war denn das Problem? Und ich glaube, wir alle, keiner von uns hat nicht die Situation oder erlebt nicht die Situation eines brennenden Herzens, wenn wir innerlich spüren, da brenne ich für, da bin ich ganz dabei, da bin ich begeistert, da bin ich entzündet, da möchte ich dabei sein, da bin ich ganz mittendrin. Das kennen wir alle für verschiedenste Dinge. Und eigentlich soll dieses Herz ja auch brennen, wenn es um den Glauben an den Auferstandenen geht, wenn es um die wichtigen, wesentlichen Dinge geht, um Jesus und seine ganze Erlösungstat, da soll dann brennend sein. Aber warum ist dieses Brennen dann nicht spürbar? Ich glaube, dass unser brennendes Herz so ein bisschen zugeschüttet ist,
zugeschüttet ist mit allem möglichen Zeug, allem möglichen, im Rheinland würde man sagen, Gedöns, allem, was irgendwie abdeckt, zudeckt und dieses Feuer, was da drunter ist, nicht zur Entfaltung bringen lässt. Und dieses ganze Zeugs, das sind zum Beispiel diese ganzen negativen Dinge, mit denen wir uns von morgens bis abends, vielleicht gerade auch zur Zeit, beschäftigen. Diese ganzen Zahlen. Ja, in Spanien habe ich gelesen, in der Nordwestregion von Spanien sind die Fallzahlen innerhalb von 7,3 Stunden wieder um 24,8% gestiegen. Das ist eine Steigerung zu der Vorwoche und so weiter. Dieses ganze Zeug, was kein Mensch braucht, um zu leben, und um diese Krise gut zu bestehen, aber was wir alle lesen und was, womit wir uns alle zuschütten, ARD Extra jeden Abend, eine Talkshow nach der nächsten. Und wir schütten uns zu mit diesem ganzen Zeugs und darunter brennt eigentlich das Osterfeuer. Wir merken es nicht. Das Brennen für den Auferstandenen, die Freude, die Begeisterung, die Ostern in uns wachrufen soll und wir merken es nicht, weil wir uns mit diesen Dingen zuschütten und mit ganz anderen Sachen auch. Ich glaube, es gibt so viele Dinge, mit denen wir ein brennendes Herz zumüllen und zuschütten können, dass man das gar nicht alles in Worte fassen kann. Und da geht es nicht um, und vor allem um negative Dinge, die das Herz nicht zum Brennen bringen und die uns nicht dazu bringen, eine lebendige Erfahrung des Auferstandenen zu machen. Denn das ist es eigentlich. Und wir können den lebendigen Gott und den Auferstandenen nur dort begegnen, ihm begegnen, wo er wirklich ist. Und eine Herzensbegegnung daraus machen, ihn anschauen. Ja? Nicht den Fehler des Judas machen, nicht den Fehler von Maria Magdalena machen, nicht die ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben, sondern wir dürfen wirklich brennenden Herzens ihm begegnen und dann wird das Ganze lebendig und dann sehen wir, dass wir in Gottes Hand sind, dass wir in Hand dessen sind, der das Leben ist und nicht der Tod und der uns auch durch diese Krisenzeit durchführt und der uns mit Begeisterung erfüllen kann und mit einem inneren Brennen erfüllen kann. Aber dazu braucht es den Weg vor allem von Emmaus nach Jerusalem. Wir gehen viel zu oft den Weg von Jerusalem nach Emmaus, den Karfreitagsweg, den Weg, wo das Negative immer größer wird, wo die Gewitterwolke drüber ist. Nein, gehen wir von Emmaus nach Jerusalem, nachdem wir Jesus erfahren, begegnet sind. Das tun wir heute in der Heiligen Messe wieder auf eine fantastische Art und Weise. Und dann gehen wir zurück und dann brennt unser Herz und dann gehen wir mit einem österlichen Innere, mit einer österlichen Freude, auch durch diese Krisenzeit. Weil auch vor 2000 Jahren bei den Emmaus-Jüngern, bei Kleopas und Simon, war nicht alles okay. Die hatten auch ihre Probleme und sie konnten aber mit dieser österlichen Gesinnung diese Probleme meistern und durch die Zeit der Krise durchgehen. Das brennende Herz, die Dynamik des brennenden Herzens, mit dem Problem, dass es manchmal zugeschüttet ist und freigelegt werden muss. Wie der Stein vor dem Grab freigelegt werden muss, damit das Herz, das Feuer, sich auch entfalten kann. Und wir wissen von Feuer ja ganz gut, Feuer bleibt ja nicht für sich, sondern Feuer entflammt andere auch. Und so funktioniert eigentlich Kirche. Und ich glaube schon, dass wir heute auch bei uns hier in der Kirche in Deutschland Christen haben, die ein brennendes Herz für den Glauben haben. Ich glaube schon. Und da gibt es sehr, sehr viele. Gott sei Dank. Aber durch viele, viele Sachen ist das manchmal zugeschüttet und das müssen wir freilegen. Und dann kann auch die Glaubensstärke uns gerade in dieser Zeit ein wichtiger Anker sein und eine wichtige Verwurzelung in dem Wesentlichen. Erlauben Sie mir zum Schluss noch einen letzten kurzen Gedanken. Wir brauchen ja auch so Orte, die für uns Emmaus sind, wo wir Jesus erfahren, den Auferstandenen. Ich bin in dieser Zeit besonders dankbar, dass wir
in Bröleck in unserer 24-7-Kirche einen Ort haben, wo wir rund um die Uhr so eine Emmaus-Erfahrung machen können, wo der Auferstandene wirklich leibhaftig bei uns ist und wo Menschen rund um die Uhr bei ihm sein können. Und das ist eigentlich so ein dauerhaftes Emmaus, eine Erfahrung des Auferstandenen, eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Und ich lade Sie ein, dass wir diese ganzen Dinge, die unser brennendes Herz zuschütten, all das, was da noch drauf liegt und wo Sie merken, da brennt gerade nicht so was. Ich weiß, dass das Potenzial zum Brennen ist da, aber es kann sich nicht entfalten, dass Sie uns das schreiben, als Gebetsanliegen. Wenn Sie auf unserer Homepage sind, katholisch im Bröltal, haben Sie den Bildschirm, auf dem Sie gerade mich sehen. Und unter mir steht ein Text, da steht, hier geht es zu den Gebets- oder hier können Sie Gebetsanliegen abschicken oder so steht da. Und wenn Sie auf das Wort hier drücken, kommen Sie in diese Maske, wo Sie uns Ihren Schutz, Ihr Geröll schicken können, was auf dem brennenden Herzen drauf liegt, Ihre Anliegen, Ihre Sorgen, Ihre Probleme, Ihre Nöten. Schicken Sie uns das und senden Sie es ab, dann sind Sie es da schon mal los. Und dann kommt es bei mir gleich an und wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Und ich leite das direkt weiter und heute beten Menschen dann in diesem Anliegen direkt, damit ihr brennendes Herz zu Hause freigelegt werden kann und dass Gott diese Gnade wirken kann. Also interaktiv, bitte einfach draufklicken, nach der Messe am besten gleich, ja, auf hier klicken, das Anliegen, das, was Sie gerade bewegt, das, was Ihnen auf dem Herzen liegt, einfach hinschreiben, ein Satz, zwei Sätze, kein ganzer Roman, kurz ein, zwei Sätze, senden und wissen, da beten jetzt viele, viele Leute, die Gruppe ist groß, viele, viele Leute beten dann heute schon in meinem Anliegen und dann werde ich ein bisschen freigeräumt von dem Schutt und dem Stein, der auf meinem Herzen liegt, sodass es brennen kann, sich entfalten kann und zu einem österlichen, dynamischen, brennenden Herz werden kann. Das ist der Osterwunsch des heutigen Tages von mir, für Sie und für euch.